Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen. Traditionell im Februar startet in Oldenburg in den Weser-Ems-Hallen die Motorradschau. Da schauen wir uns jetzt für Sie mal ein bisschen um, was es ein oder andere an Neuigkeiten gibt. So, jetzt sind wir hier bei Vespa Piaggio und neben mir ist der Herr Hoppe. Herr Hoppe, dieses Teil hat ja jetzt vorne zwei Räder. Was ist da der Vorteil? Der Vorteil ist, dass man den mit einem normalen Autoführerschein fahren kann. Das ist der Vorteil. Ja, Sie aber zwei Räder? Ja, Sie brauchen keinen, sonst müssten Sie ja einen Motorradführerschein haben. Und den brauchen Sie da nicht. Das ist wie ein Trike praktisch. Den kann man ja auch mit dem Autoführerschein fahren. Und das ist da bei diesem Fahrzeug genau das Gleiche. Aha. Wie viel PS hat dieses jetzt? Der hat 46 PS. Was macht er für eine Geschwindigkeit? Der läuft so 160. 160 ja. km/h. Ja. Muss man sich da irgendwie dran gewöhnen, dass da vorne jetzt zwei Räder sind? Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, aber es geht ruckzuck. Also wer schon mal einen Roller gefahren hat, der kann das auch gleich. Also und in den Kurven, ich sehe jetzt gerade, Sie haben da was drunter gelegt, bleiben beide Räder auf der Erde? Die beiden Räder bleiben auf der Erde und der geht auch mit, der kippt auch mit, das ganze Fahrzeug. Also die Räder werden schräg, die stellen sich auch schräg hin. Ne? So, jetzt bin ich da, was mir am meisten Spaß macht, bei Quatsch. Neben mir ist der Herr Böhnke. Herr Böhnke, wie viel PS hat diese Maschine? Die hat 85 PS, 1000 Kubik, Zweizylindermotor. Mehr als ausreichend. Und was machen die an Geschwindigkeit? Die werden bei 125 km/h abgeregelt, aus Sicherheitsgründen. Weil eigentlich sind das vom Grundgedanken Offroad-Fahrzeuge. Ja, aber wenn ich damit durch Offroad gehe und ich habe da mal einen kleinen Huckel, dann mache ich einen Satz. Der geht ja ab ohne Ende. Ja, wenn man zu viel Gas gibt auf jeden Fall, aber die Fahrwerke können eine Menge vertragen und schlucken das weg. Das ist aber auch wirklich ein Spitzenmodell. Größte Maschine mit bester Ausstattung, Servolenkung, um das Ganze einfach zu machen. Ein Fahrzeug, wo Sie auch den Beifahrer mitnehmen können, ganz bequem. Der sitzt jetzt ein separates Abteil da hinten drauf und ja, es gibt im Augenblick nichts Stärkeres. Was verbraucht so ein Teil? Ja, das wird nicht gemessen bei dem Fahrzeug, weil es um Spaß geht. Aber richtig. Bei einer Tausender würde ich sagen, 10 Liter muss man rechnen. Aber es ist ja alles noch im Rahmen, 10 Liter. Im Rahmen. Also es ist wirklich die Spitze. Das gleiche Fahrzeug gibt es auch mit weniger Hubraum, 500 Kubik, 650, 800 Kubik. Für die, die ja nicht ganz so stark einsteigen wollen. Trotzdem sind die Tausender die meistverkauften. Kriege ich auch mit Anhängerkupplung für einen Wohnwagen? Ja. Alles machbar. Es ist so, dass die Fahrzeuge in Europa ein Quad nur 20 PS Leistung haben dürfen. In Deutschland haben wir eine Ausnahme, wir lassen die als Ackerschlepper zu, wenn Sie so wollen, als Trecker. Und ein Trecker muss sogar eine Anhängerkupplung haben, der muss auch eine Zuglast haben. Allerdings steht das Zuggewicht immer in Relation zum Fahrzeugeigengewicht, damit dann der Anhänger nicht von der Straße drückt. Macht Sinn. Da Sie ja hier auf der Messe sind, gehe ich davon aus, nach der Messe brauchen Sie das Teil nicht mehr und ich kann damit jetzt einfach losfahren. Ja, okay. Tschüss. Ein bisschen was bei uns lassen, ja. So, jetzt sind wir hier bei BMW und neben mir steht eine Maschine, die ist noch nie vorgestellt worden. Oder was ist das Besondere an der Maschine? Ja genau, das ist die neue S1000 XR von BMW. Das ist, sag ich mal, jetzt GS-mäßig von der Sitzposition. Also ich sag mal, GS ist halt das Ungeschlagene von den Verkaufszahlen her. Irgendwo, die verkauft sich fast von selbst, kann man sagen. Irgendwo 7000 Fahrzeuge davon im Jahr. Das spricht schon für sich. Und wo ich mich heute Morgen das erste Mal auf diese Maschine raufgesetzt habe, da war das schon eine echt klasse Geschichte. Also da sitzt man drauf wie auf einer GS, sag ich mal. Nur, dass man hier halt die Vorzüge eines reinen Vierzylindermotors hat, wo halt 160 PS und eine Laufruhe noch mal ein bisschen mehr vereint sind, sag ich mal. Ja, hier hat man sonst auch alle Komponenten drin, wie jetzt beispielsweise ein Tempomat, ein elektronisch verstellbares Fahrwerk, ein Schaltassistent Pro, dass man hoch und runter schalten kann, ohne die Kupplung zu betätigen. Da hat man jetzt die ganzen technischen Highlights mit drin vereint in dieser Maschine. Da brauche ich ja fast gar nichts mehr selber machen. Ja, ich sag mal so,
Ich habe auch einen Kunden gehabt, der ist jetzt eine GS gefahren, weil diese Maschine durfte ja noch nicht gefahren werden. Ich habe Ende des Monats die Möglichkeit, diese Maschine zu fahren. Alle anderen ist dann halt im Juni die Möglichkeit, die Maschine bei uns beispielsweise auch Probe zu fahren. Die fährt sich einfach, wird sich wahrscheinlich auch fahren lassen, so ähnlich wie eine GS. Man braucht da nicht sich doll anstrengen, die Maschine zu fahren. Man kann sich einfach aufs Fahren konzentrieren, auf den Spaß, die Kurven da auch zu fahren, sage ich mal. Wie schwer ist die Maschine? Die Maschine wiegt irgendwo bei 200, also über 200 Kilo, 210, 220 Kilo so. Und dann über 100 PS, die geht ja ab wie ein Zäpfchen. Das ist so. Also es gibt natürlich auch noch höher motorisierte Motorräder von BMW, irgendwo so eine S1000 RR mit 199 PS. Allerdings ist das hier so von der Sitzposition deutlich angenehmer, denke ich mal, auch für weitere Strecken zu fahren, sage ich mal. Da kann man bestimmt 500 Kilometer am Stück mitfahren, da dann absteigen und sagen, so, jetzt können wir noch mal was essen gehen, ohne dass ich da irgendwelche erstmal mich hinlegen muss. Genau, und das ist das Stichwort, essen gehen. Dass jede Messe auch eine Leitung haben muss, ist jedem klar. Neben mir steht jetzt Frau Hobby. Sagen Sie mal, die Messe, die Motorradmesse, die wievielte ist es eigentlich? Wir sind jetzt 19 Jahre am Start, da sind wir auch sehr stolz drauf. Und was ist so für die Zukunft noch geplant hier? Wir hoffen, dass wir noch ganz viele lange Jahre jedes Jahr hier im Februar gleich zu Anfang des Monats an den Start gehen können mit den neuen Motorradneuheiten. Ist ja auch ein fester Bestandteil der Weser-Ems-Hallen. Wie ist denn so die Resonanz in den letzten Jahren gewesen? Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mal wieder ein bisschen Aufschwung haben. In den letzten Jahren war kontinuierlich die Händlerschaft zwar vor Ort, aber jetzt sind noch neue Händler dazugekommen. Und wir freuen uns, dass wir die Flächen vergrößern konnten. Und wir haben noch eine Halle in Option. Wer weiß, wo es noch hingehen kann. Sind es meist lokale Händler oder auch internationale? Es sind die Händler aus der Weser-Ems-Region, aber die stehen geschlossen hinter der Veranstaltung. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg dafür und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank. Was kann ich mir vorstellen? Einmal bitte so rum, da ist die Kamera. Einmal winken. Was kann ich mir unter Bikerbetten vorstellen? Werden die Betten nur vermietet an Biker oder kann ich da auch mit dem normalen Auto ran? Da kann man auch mit dem normalen Auto als Autofahrer, als Radfahrer. Aber überwiegend ist das natürlich motorradfreundliche Unterkünfte, die wir anbieten mit Tourenvorschlägen, die man abfahren kann. Ach so, das heißt, ich kann zu euch herkommen und sagen, hör mal, ich möchte jetzt mal in die Pyrenäen und ihr arbeitet mir eine Tour aus mit Übernachtungsmöglichkeiten. Ganz genau. Also Touren sind schon ausgearbeitet. Wir bieten also Touren an in Deutschland, Alpenländer, sprich Österreich, Schweiz, Italien. Und an diesen Touren, da sind entsprechende motorradfreundliche Unterkünfte aufgeführt, die der Motorradfahrer anfangen kann. Also da findet er eben alles, was Motorradherz begehrt. Ja, jetzt habe ich gerade gesagt Pyrenäen. Wo sind die Pyrenäen? Spanien. Wirklich? Spanien? Ganz ehrlich? Spanien? Okay, die Pyrenäen sind natürlich in Spanien. Ja, auch die Fahrschulen sind natürlich vertreten auf der Motorradmesse und neben mir ist Jörg. Jörg, was macht deine Fahrschule oder aber deine Akademie aus? Was machen wir uns aus? Wir sind sehr, 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 sehr zeitgemäß am Start. Wie man sehen kann, also wir bilden nicht klassisch nur auf Autos aus, sondern auf Fahrsimulatoren, was viele nicht machen, weil es ein Kostenfaktor ist. Ja, aber im Endeffekt, unsere Fahrschüler profitieren davon, ne, dass wir eben innovativ sind, innovativ arbeiten. Und gut, das macht dann halt die Akademie aus. Ne? Ausbilden machen wir alles. Und wie kommt das an? Ich stelle mir das mal so vor, das Ding, das steht bei dir in der Fahrschule. Ja, und da kann dann der Fahrschüler drauf, wann er will, oder gibt es da bestimmte Programme? Es gibt bestimmte Programme, das wird bei uns natürlich eingeteilt. Logisch, es gibt einen Plan, denn es wollen ja viele auf den Simulator und dann wird es durchgetimt, die kriegen ihre Zeit, wann die dann fahren können. Mhm. Ja, und dann setzen sie sich drauf, arbeiten selbstständig, er arbeitet auch selbstständig, ja, und dann fahren sie ihr Programm runter. Also da brauche ich auch keinen Fahrlehrer bei? Nein, ist ein eigener Fahrlehrer. Ja, du bist ja raus aus der Nummer. Ich bin raus, ja. So, auch hier muss man sich mal probieren, aber ich weiß jetzt auch, wofür diese Dinger sind. Das sieht man doch immer aus diesen japanischen Filmen. Perfekt, und ich hatte schon Angst, ich kriege sie gar nicht mehr da runter. Ja, eben. Hallo. Mahlzeit. Moin. Erzähl mir mal eben, wieso steht bei dir auf dem Rücken Crazy Quad? Das sind doch nur, Quad heißt doch vier, das sind doch nur zwei Räder. Stimmt. Wurden die in Kurzarbeit hergestellt? Die wurden in Kurzarbeit hergestellt. Kostet alles nur die Hälfte. Richtig, ist ja billiger. Die vermietest du auch? Genau, wir vermieten diese Fahrzeuge sowohl Quads wie auch Segways. Eigentlich machen wir da Firmenveranstaltungen mit.
Und diese Firmenveranstaltungen, die wir damit machen, sind wir bundesweit unterwegs. Das heißt, da kommen Firmen an und sagen, hör mal, ich brauche jetzt 30 genau. solche Dinger und dann da bietet ihr auch die. An und sagt, ich möchte ganz gerne 10 Quads haben. Und die hast du auch vorrätig. Na klar. Na logisch. Wo sitzt du? In Delmhorst bei Bremen. Delmhorst bei Bremen kennen wir. Und das sind ja diese Hüte aus dem asiatischen Bereich. Wie schwer ist das? Kann man das lernen oder ist das angeboren? Also bis heute ist noch keiner umgefallen. Ich glaube, der Älteste war irgendwo um die 74, 75 Jahre alt. Dann wird sich das heute ändern. Bist du älter? Ja, sehr. Und nein, ich meine der Erste, der umfällt. Nein, das denke ich nicht. Der Jüngste war heute, ich glaube, 5 und der hat die eine schnelle Runde nach der anderen gedreht. Das ging ratzfatz. Wie gibt man da Gas? Ist das per Lenkung? Wenn du guckst unten, da ist so ein Gaspedal, wie du es beim Auto kennst. Ja. Wenn du das gefunden hast, dann bist du schon nicht weit weg davon. Mhm. Und lenken? Lenken, nimmst das Steuerrad in die Hand und drehst in die Richtung, wo du hin willst. Aha, also ich habe immer gehört, das hat was mit der Körperhaltung zu tun. Möchtest du es probieren? Soll ich es dir zeigen? Ja, natürlich zeigst du mir das. Bitte, einmal den Helm. Oh Gott, ich kann auch besser den anderen nehmen. Halt mal bitte eben. Den anderen? Den Helm. Tust du mir einen Gefallen? Hältst du doch mal in seine Richtung? Ja, genau. Ist immer schön vom Mund. Passt nicht. Passt nicht. Dickschädel. Nehmen wir Klebeband oder machen wir ihm das ein bisschen weiter? Gafferband geht auch, ne? Ist das Vorschrift? Muss das? Also es ist keine Vorschrift, aber wir wollen hier nun als vernünftiges Vorbild auch entsprechend Sicherheit tragen. Sieht doch kacke aus, oder? Finde ich nicht. Ich finde, vorher sah das nicht so besonders. Jetzt sieht es richtig gut aus. Ja, sicher. Also ja. Ich brauche eigentlich also Helme mit übers Gesicht. Übers Gesicht. Okay. Ja, dann wollen wir uns das mal versuchen. So, hier haben wir dann eins unserer Schmuckstücke. Ja. Wenn wir uns dieses Schmuckstück mal ganz genau angucken. Gucken wir uns mal genau an. Ja, wir haben links ein Rad, wir haben rechts ein Rad. Wir haben im Prinzip 4 PS links, 4 PS rechts. Elektrisch, genau. Ja. Und sie können wie ein Panzer auf der Stelle drehen. Mhm. Indem das eine Rad vorwärts fährt, das andere rückwärts, drehen wir uns wie auf einem Teller. Okay. Wenn wir uns jetzt also draufstellen auf dieses Fahrzeug, steigen wir drauf wie auf eine Treppe. Mhm. Und wir gucken nicht nach unten, weil das hat eigentlich zur Folge, dass wir dann immer so ein bisschen eierig draufstehen, sondern wir steigen auf, Nase nach vorne, fokussieren auch das Ganze ein bisschen nach vorne und somit ermittelt dann das Fahrzeug den Stand auf dem Objekt, sodass es dann auch die Unebenheiten ausgleicht, wenn ich mich vielleicht nach vorne oder vielleicht nach hinten beuge, ist es relativ simpel. Jetzt hast du vorhin gesagt, da ist ein Gaspedal, ich sehe da keins. Das war ein Schock. Immer wieder wird man verarscht. Also wie auf eine Treppe aufsteigen. Ganz genau so. Wie auf eine Treppe aufsteigen. Seit wann kriegen eure Reporter Schnaps? Nicht nur einen. Nicht nur einen. Was trinkt ihr denn noch? Ja. Also im Prinzip, und jetzt? Das war's schon. Ja, hast du die Handbremse gefunden? Ja, eine Kupplung schleifen lassen. Oder genau. Nicht? Kupplung ganz langsam schleifen lassen. Ja. Machst du, indem du einfach ein Stückchen Gewicht auf den vorderen Lenker bringst. Aha. Anhalten, machst dich wieder gerade. Ja, ein bisschen Gewicht nach hinten bringen. Dann geht er auch zurück. Dann würde er auch zurückfahren. Wollen wir nicht aus Sicherheitsgründen, weil es eben halt gefährlich ist. Ja. Jetzt hast du den Lenker nicht wie beim Fahrrad, dass du vor- und zurückschieben kannst, sondern du hast einen Joystick, den du nach links und nach rechts schiebst. Ja. Wenn du den Lenker jetzt also nach rechts schiebst, dreht sich das Ding im Prinzip auf den Teller. Das ist aber links. Ja. Okay, das andere links meinst du? Ja. Okay, das hat er nicht gemerkt. Ja, das ist sowieso nichts. Gut. Bitte noch mal eben einmal andersrum. Perfekt, und stopp. Bleib mal stehen. Wenn man das immer so sieht, in Berichten, das sieht immer so leicht aus. Ja, noch bist du nicht runtergefallen. Ja, ich zeig's dir einmal, wie es geht. Wie man runterfällt. Okay. Ich zeig dir jetzt mal, wie man drauf stehen bleibt. Ja. So, wir haben hier Pilotenparcours aufgebaut. Ja. Die junge Frau hat schon ein bisschen designt, das heißt, ein bisschen Schwierigkeitsgrade drin. Die stehen nicht so gerade. So, ein bisschen ausholen, ruhig ein bisschen bauchiger. Bauchiger? Genau, richtig. Guck mich an. Ja, du machst aber große Kurven, ne? Ja, ich mach große Kurven. Prima. Für jeden, den du umfährst, musst du mir den Schnaps nachher ausgeben. Da wirst du besoffen. Der war gut. Ja, prima. Er fährt da, einmal längs. Ja, der war jetzt so. Dort wieder am Ende. Einmal längs. Ja, richtig. Guck mal, den roten Piloten einfach folgen. So. Junge. Hast du einen Autoführerschein?
Und dann mal über unsere Sprungschanze. Richtig, richtig mit Vollgas. Da ist die Kamera. Yeah! Ich werde mal mit einem Applaus. Okay, und wie komme ich jetzt wieder runter? Genauso. Ganz genauso. Wie auf einer Treppe absteigen. Perfekt. Sehr schön. Hallo? Immer noch keiner umgefallen. Ja. Also eigentlich kinderleicht. Gut, dann bedanke ich mich für die Einführung in, wie heißen die Teile eigentlich? Das sind Segways. Segways. Ganz genau. Ich bedanke mich für die Einführung und mal gucken. Nächster Betriebsausflug von uns sind wir bei dir. Viel Spaß noch. Danke.